5, 6, 7, 8. Harrys Line Dance Journal. Herzlich willkommen zu 5, 6, 7, 8 Harrys Line Dance Journal. Ich bin Harry Schalk. Wer mich nicht kennt, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Line Dance Trainer und Choreograf aus Niederösterreich und werde euch durch diese Sendung begleiten. Diese Sendung wird gespickt sein mit News, Facts, Tänzen, Choreografien, Informationen über Choreografen, über Veranstaltungen und natürlich Musik zum Tanzen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe von Harrys Line Dance Journal. In der heutigen Sendung möchte ich euch auf eine Zeitreise mitnehmen, und zwar in the good old 90s und zwar ins vorige Jahrtausend, und möchte euch einige tolle Line Dance Hits aus dieser Zeit näher bringen. Klassiker selbstverständlich, die aber heute noch teilweise nach fast 30 Jahren immer noch up to date sind und immer noch gerne getanzt werden, und manche, die sich natürlich immer wieder halten, aber auch vielleicht den einen oder anderen Tanz, den er noch nicht kennt. Und ich denke einfach, dass diese Art der Musik, diese Art des Line Dance, ja, das, was eigentlich der Ursprung war, sozusagen auch gefördert werden sollte noch immer, denn hier mit diesen alten Tänzen sind ja viele Grundlagen enthalten, die wir heute bei den moderneren Tänzen auch noch brauchen können. Na gut, worauf will ich hinaus? Nichts anderes wie gute Musik für euch, Unterhaltung und vielleicht die eine oder andere Anregung, dann das Tanzbein zu schwingen. Den Anfang möchte ich machen mit einer Nummer von Wade Hayes, und zwar Old Enough to Know Better ist eine tolle Nummer, und alleine vom Takt, vom Rhythmus her, kann man schon ein wenig erkennen, wo es damals in den 90er Jahren hinging, nämlich zu flotten Line Dances, die wirklich straight getanzt werden, mit vielen klaren Taktansätzen, wenig und drinnen, und wenn es geht, wenig Brücken. 32 Counts waren eigentlich die Regel, und das war toll, und so hat man es damals gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt für euch bei Harrys Line Dance Journal, LC Radio. Neon lights draw me like a moth to a flame. Mama raised me right, that just leaves me to blame. When I get up sideways on honky tonk tear, I'm old enough to know better, but I'm still too young to care. Cowgirls with an attitude, boots and tight blue jeans, take my mind off doing right and doing other things. When the weekend's gone, I won't have a dime to spare. I'm old enough to know better, but I'm still too young to care. Monday morning I wake up with a hammer in my hand, the boss man yelling something at me that I don't understand. I don't know how I got to work, but I sure know I'm there. I'm old enough to know better, but I'm still too young to care. I don't understand. I don't know how I got
Nun ja, die heutige Zeitreise ein wenig im Back to the 90s, die Anfänge des Line Dance hier bei uns, möchte ich euch ein wenig mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen Song spielen, den ihr kennt oder auch persönlich tanzen könnt. Und das ist jetzt die nächste Nummer. Und zwar habe ich rausgesucht von The Tractors, Baby Likes to Rock It. Und da kommt der Choo-Choo Train und diese Nummer gibt's in dieser Version für den Sommer und in der Weihnachtsversion, wo sie dann über den Santa singen. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Lied und es ist eine wirklich flotte Rock'n'Roll-Nummer, würde ich sagen, die dementsprechend hier dann zu tragen kommt. Typisch für diese Zeit, damals flott, schnell, klare Steps, wie gesagt, hier jetzt. Als nächstes für euch der Tractors und Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train. Baby likes to rock it like a boogie woogie choo choo train. Baby likes to rock it like a boogie woogie choo choo train.
Selbstverständlich ist es auch so, dass man aus diesen alten 90s-Country-Nummern auch wieder neue Tänze machen kann, die vielleicht damals ein wenig noch nicht so ins Auge gefasst wurden, wie zum Beispiel die nächste Nummer. David Lee Murphy, Party Crowd, ist jetzt das, was als nächstes ansteht. Und ich persönlich habe auch einen Tanz dazu choreografiert, das ist schon einige Jahre her, aber nicht nur ich, sondern auch andere. Aber zu der Zeit, als der Song up to date war, gab es keinen Tanz dazu. Also was uns jetzt wiederum zeigt, dass hier in dieser Phase damals, in den 90ern, sehr wohl auch selektiert wurde zwischen einfacher, normaler Unterhaltungsmusik und wirklichen Songs zum Tanzen, die dann später aber erst adaptiert worden sind, um hier Line Dances zu choreografieren. Jetzt für euch bei LCR Radio, Harris Line Dance Journal in der Zeitreise, David Lee Murphy mit Party Crowd und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, ja, ihr könnt euch meinen Tanz auch auf YouTube anschauen. Jetzt geht's los. I couldn't keep from crying when she told me goodbye. But I knew, Lord, it was breaking her heart. She was breaking mine. So for the sake of her feelings and the sake of my pride, I told her not to worry about me. So I'm sitting here soaking up the neon lights. Misery, looking for some company, and tonight I'm looking for a party crowd, slamming her back and laughing out loud where the smoke's so thick the blues can't hang around. With the jukebox jumping like it just don't care, if they're dancing over here or fighting over there, I'm making the rounds looking for. Whenever I wake up, I'll look back and try to recall just where the heck's my truck. So take my keys and lock them up tight and let the good times flow. And I worry about tomorrow when it comes to light. The night's still young and I'm on the road tonight. I'm looking for a party crowd, slamming them back and laughing out loud with the smoke so thick when blues can't hang around. With the jukebox jumping like it just don't care, if they're dancing over here or fighting over there, I'm making the rounds looking for a party crowd. Bevor wir jetzt zur nächsten Nummer kommen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden, und zwar für den Donaucup, bei dem ihr euch hier über die Homepage auch anmelden könnt, über LCR Radio, könnt ihr hier dann dementsprechend auch eure Infos abrufen und so weiter. Also hier noch vielleicht eine kleine Werbung dafür. Der Donaucup, ja, der getanzt wird in Wien im Sommer, ist hier natürlich eine gute Sache, wo man sich messen kann, wo man andere Leute wieder trifft, und jetzt sollte es dann schon langsam auch losgehen, dass man das Ganze hier wieder forciert. Also wer Interesse hat, bitte auf der Seite von LCR Radio nachschauen, nachlesen und so weiter. Hier kann man alles erfahren. Ja, jetzt wieder zu den Musikstücken. Ja, früher gab es ja auch modernere
Line Dances, ja, die nicht nur die klassischen Countries waren, sondern man hat sich auch italienischer Musik bedient, wie zum Beispiel von Zucchero. Und hier gab es den Sosie's Funk zum Beispiel, der war total updated, ich kann mich erinnern, ja. Also das war wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Und Zucchero hat hier den das Lied geschrieben, Bacco per Bacco, ja. Also das ist ja wirklich eine Powernummer, ja. Und Sosie's Funk ist ein guter Tipp, ich tanze ihn heute auch noch, ja, weil er ist einfach toll, ja, man braucht sich da nicht wirklich großartig den Kopf zerbrechen und es ist eine tolle Nummer. Jetzt für euch Belzer Radio, Zucchero und Bacco per Bacco. Ci vuole qualche cosa di più. Vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah. Warum ich heute die 90s gewählt habe, ist auch, weil es eine meiner Anfänge ist, wo ich zu tanzen begonnen habe. Bei mir war es 1992 und es war dann so, dass ich da kontinuierlich etwas entwickelt hatte. Und eine Sängerin konnte man hier nicht wirklich umgehen und das war Scooter Lee. Scooter Lee war damals wirklich eine derjenigen, die zumindest bei uns hier im Osten Österreichs immer wieder bei den verschiedenen Line-Dance-Veranstaltungen, soweit man das eben nennen kann, wenn sie nicht live gespielt wurden, dann eben in der Pause von der Dose sozusagen her, wurde dann immer wieder Scooter Lee aufgelegt und da
hat es ja viele verschiedene Songs gegeben. Und einen davon, der ist wirklich ein ganz ein toller, den mag ich heute noch sehr, sehr gerne. Gibt es auch ein YouTube-Video von mir von früher, wer das anschauen möchte. Und das ist der Breakaway. Ja, Breakaway ist ein wirklich toller Tanz. 32 Counts, keine Brücke, kein Restart, gar nichts, einfach durch. Und wirklich stimmig zur Musik getanzt wird dieser tolle Tanz hier. Dann zu Scooter Lee's Breakaway. Faszination, die damals in den 90er Jahren oder Anfang 2000er ausgeübt wurde am Line Dance, die ist unumstritten. Es war ein regelrechter, ja, sagen wir mal, Boom.
bei den Leuten, die begonnen haben zu tanzen. Ja, also es war so, dass es auch heute noch, wenn Leute Line Dance beginnen, die kriegen eine Sucht daraus. Und damals war es eben auch so, dass es überall dann plötzlich aufgeblüht ist. Ja, man hat wirklich zuschauen können, wie Clubs entstanden sind, wie Gruppen entstanden sind, wie sich die Leute dann das erste Mal getroffen haben, wie man sich ausgetauscht hat, wie dann das erste Mal Workshops gemacht wurden und so weiter und so fort. Und natürlich auch Auftritte. Auftritte, denn damals waren auch eine Sensation sozusagen, weil wenn man schon zwei Tänze gekonnt hat mit 32 Counts, war man schon in einer Showgruppe integriert und konnte schon etwas machen. Heute ist das ein bisschen anders, ja. Aber damals war es eben neu und sehr schön und vor allem anzusehen. Und einen dieser Auftrittssongs, den möchte ich euch heute jetzt hier vorspielen. Und zwar ist es der Hooked on Country. Ja, das ist, wer die Musik hört von damals, ja, wer da dabei war, der weiß gleich, worauf ich hinaus will. Aber hört mal rein, es ist eine wirklich tolle, modern gehaltene West. Damals Country-Musik auch moderner machen konnte, das beweist Cowboy Troy. Und hier haben wir einen Song rausgesucht für euch, der hier dementsprechend signifikant für diese Zeit damals ist.
Es ist eine wirkliche Powernummer, die, ja, sagen wir es einmal so, die damals eben hier Furore gemacht hatte, und der Tanz, der war dazu auch sehr lustig, schön, wie soll man das sagen, powerful, und jeder wollte den können, damals zumindest in den Kreisen, in denen ich verkehrte. Und ich habe hier die Nummer für euch jetzt rausgesucht, und der nennt sich I Play Chicken, Gotta Train Chicken. Ja, also ihr werdet es gleich hören, es ist eine wirklich tolle Nummer. Mir gefällt sie immer, also ein bisschen nostalgisch auch dazu, aber das ist eben hier aus den typischen Zeiten, wie man es damals gehabt hat. Jetzt für euch Cowboy Troy und I Play Chicken. Coming round the bend, go on, kinfolk, tell your mom and them. Chugga-lugga, chugga-lugga, chugga-lugga. Ooh, the big black neck coming through to you. Boy, you done fell and bumped your head. Uh-huh, that's what they said. People say it's impossible, not probable, too radical. But I already been on the CMAs. Hell, Tim McGraw said he liked the change, said he likes the way my hiccup sounds and the way the crowd screams when I stomp the ground. I'm big and black, clickety-clack, and I make the train jump the track like that. I play chicken with the train, play chicken with the train, train. My voice is your choice that you wanted to hear. Southern boy making noise with a buffalo roam. Less denim and bone, as you might have known. See me riding into town like a desperado with a big belt buckle, the cowboy bravado. All over the world wide web, you'll see. Download CBT on an MP3. Speak clearly what I'm saying so you comprehend. Hit the net, the hiccup radio, tune in. Rolling like thunder onto the scene. It's kind of hard to describe if you know what I mean. I never claimed to be the hardest of the roughest hard rocks, but I'm booming out the box. Skills got you jumping out your socks. From Texas, here I come, moving your body with the bass kick drum. Chicken with the train, play chicken with the train, train. You know that I play chicken with the train, play chicken with the train, train. Train, train, uh-huh. I play chicken with the train, play chicken with the train, train. You know that I play chicken with the train, play chicken with the train, train. You know that I play chicken with the train, play chicken with the train, train. Get you some of that. Die Musik hat sich dann gegen Ende der 90er ein wenig gewandelt und ist eher in die modernere Linie schon hineingeflossen, wo man das Country dann auch schon eher modernerer präsentiert hatte. Und hier, der Jane Deere Girls, haben hier einen tollen Song dazu, der hier dann performt wird, und der nennt sich Merry-Go-Round. Und der Merry-Go-Round ist ein toller Line-Dance, den sollte man sich anschauen, wenn die Musik eben dazu passt, und wer so ein bisschen diese Modern-Line-Dance oder Modern-Linie mag, der ist hier ganz gut bedient. Ich finde diese Nummer ganz, ganz toll, powerful, also wirklich Line Dance auch, wo man Aerobic machen könnte, theoretisch, ja, wenn sowas jemand mag, aber wirklich mit dieser Nummer ist man gut bedient. Jedenfalls jetzt hier präsentiert bei Harris Line Dance Journal der Jane Deere Girls mit der Nummer, Moment, dass ich es richtig sage, jetzt habe ich es nicht gefunden, und zwar Merry Go Round. Make a merry-go-round.
Klassiker sind natürlich auch so ein Begriff und da gibt es einige Tänze, die gehören einfach dazu. Da möchte ich euch jetzt hier jetzt zum Gegenende, wo wir jetzt schon ins letzte Drittel der Sendung kommen, noch einige präsentieren. Zum Beispiel Tracy Byrd war einer der Performer, die damals eben hier mit verschiedenen Songs hier immer wieder auf der Line Dance Fläche zu hören waren und einer davon war der Watermelon Crawl. Ja, also da weiß man jetzt wirklich, worum es geht. Das ist einer, der hat sich jahrelang gehalten und ich finde, ein kleines Revival wäre nicht schlecht. Wobei man sagen muss, es ist ja ein bisschen ein Problem, weil eben der 32 Count der Tanz zu den 34 Counts von dem Lied nicht ganz zusammenpasst. Also da hat man sich damals aber nicht so wirklich drum gekümmert. Das war eben so und fertig. Man hat hier nicht lange herumgefackelt, man hat eben getanzt und sich keine Gedanken gemacht. Hauptsache, man hatte Spaß. Den wünsche ich euch jetzt auch bei der nächsten Nummer. I was driving through Georgia in late July on a day hot enough to make the devil sigh. I saw a homemade sign written in red, Ryan County Watermelon Festival ahead. Well, I wasn't in a hurry, so I slowed down, took a two-lane road to a one-horse town. There was a party going on when I got there. I heard a welcome speech from a small town man. He said, we got 100 gallons of sweet red wine made from the biggest watermelons on the vine. Help yourself to some, but obey the law. If you drink, don't drive, do the watermelon crawl. Something that you ain't never seen. She grabbed me by the arm, said, come on,
you do the watermelon crawl. She said we got 100 gallons of sweet red wine made from the biggest watermelons on the vine. Help yourself to some, but obey the law. If you drink, don't drive, do the watermelon crawl. Down in Georgia round about July, if you ain't in a hurry then you ought to stop by. I can guarantee that you're gonna have a ball learning how to do the watermelon crawl. Well, we got 100 gallons of sweet red wine made from the biggest watermelons on the vine. Help yourself to some, but obey the law. If you drink, don't drive, do the watermelon crawl. Künstlerin, die damals schon zu Grand Dame gezählt hatte, war eine, die wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich oute mich jetzt hier als großer Fan, weil ich sie besonders hübsch finde, immer noch, und eine sehr attraktive Frau, und zwar Shania Twain. Ja, ist eine wirklich tolle, tolle Künstlerin, und die hat natürlich damals auch Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er Hits rausgeschleudert, also da gab es keinen Vergleich. Und ich glaube, fast jeder Tanz von, also jeder Song von ihr wurde als Tanz irgendwie dann bechoreografiert. Einen, der nicht so unbedingt jetzt dann bekannter ist, ist der I Ain't No Quitter. Und es ist eben einer, der in die Country-Schiene geht, in die richtige damalige so Performer-Schiene, Country und Country-Line. Ja? Und ich möchte euch diese Nummer spielen, weil man die nicht so oft hört. Ja? Also das ist wirklich toll, aber wer es hört und wer es kennt, der weiß sofort, um was es geht. Jetzt. He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, and he rules, and he rides. He lives life fast and he loves to fight. He's a bruiser, a loser. He calls me up when he's had too much. He's a schemer, a dreamer. But I tell him to change his ways. He just turns to me and says, I ain't no quitter. He flirts too much and he loves plum chicks. And he struts and he strolls. And he looks so cool and yuck, he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted, addicted. But I tell him to change his ways. But he just turns to me and says, I'm
Ja, und dann gab es noch die Carrie Underwood. Carrie Underwood ist heute auch noch teilweise ein Begriff, die immer noch tolle Songs liefert. Nicht mehr so oft, aber immerhin. Und hier gab es einen Tanz, den Cowboy Casanova. Ja, das war wirklich, also, der war schon ein bisschen tricky, ja, aber wenn man ihn gekonnt hat, dann wurde es ganz gut. Und man muss sich ja vorstellen, damals waren ja die Schrittkombinationen für uns alle noch etwas komplizierter, ja. Also, es war ja, man konnte ja nicht unbedingt von YouTube und so, weil das war ja alles noch nicht existent. Man musste sich das wirklich zeigen lassen oder ablesen, ja. Oder man hatte vielleicht das Glück, irgendwo eine Videokassette, ja, Anführungsstriche, zu bekommen. Und so mussten wir das lernen, ja. Und dementsprechend waren auch manche Schrittkombinationen ein wenig schwieriger zu erlernen. Aber wenn man sie dann gekonnt hat, oh, dann war das schon ganz cool. Und jetzt für euch hier mit so einem coolen Song dazu. Carrie Underwood, Cowboy Casanova. He's like a drug. You'll get addicted to his love. You wanna get out, but he's holding you down, 'cause you can't live without a one more touch. He's a good time Cowboy Casanova, leaning up against the record machine. He looks like a cool drink of water, but he's candy coated misery. Okay,
liebe Freunde, wer hat an der Uhr gedreht? Letzte Nummer. Jetzt habe ich für euch einen der Ultra-Top-Leute, die sowieso über Jahrzehnte hinweg die Line-Dance-Szene beeinflusst haben mit ihren Songs, und zwar Alan Jackson. Darf man nicht vergessen, aus dieser Zeit, selbstverständlich. Und da gibt es einen, der war vielleicht nicht ganz 90er mehr, aber so am Ende, Anfang 2000er, ist eben der Chattahoochee. Der darf nicht fehlen. Und es ist natürlich so. Jetzt vielleicht die Frage, die auftaucht, na, warum keinen Achy Breaky oder so? Naja, das sind Sachen, die hat man ja sowieso heute auch noch. Darum habe ich sie heute nicht gespielt. Aber jetzt für euch zum Abschluss Alan Jackson mit Chattahoochee. Und ich hoffe, diese kleine Zeitreise war für euch eine Erfahrung. Ich hoffe, sie hat euch unterhalten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt 5678 Harrys Linden Journal. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, euer Harry.
there's just one little problem.
some country store.